Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog und heute habe ich einen Gast bei mir zu Hause, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Ich lege mal hier so ganz locker meinen Arm um dich. Genau. Aber ich habe das auf dem Sofa. Also das ist berührungslos. Ne? Ja, die Muppet-Show kann zusammenrücken. Ja. So, freut mich jetzt. Ja, hallo Vielen Markus. Dank. Markus Meinschein, du hast mich heute besucht, hast eine lange Reise hinter dich gebracht, hier nach Wuppertal aus Rastatt, beziehungsweise du hast ja, glaube ich, unterwegs was anderes gemacht, aber... Ich habe gearbeitet sogar. Ja, ah, okay. Ab und zu muss ich auch arbeiten. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und während meine Frau gerade lecker Essen kocht, haben wir gedacht, wir machen nochmal eben ein Video zusammen. Vorhin hat der Markus ein Live-Video gemacht, das habt ihr vielleicht, wenn ihr ihn auch schon kennt, gesehen. Aber erstmal wollte ich dich mal vielleicht auch zwei Sätze sagen lassen, wer du eigentlich bist. Und was du machst. Achso, ja. Ja, Markus Meinschein. Mittlerweile 54 Jahre alt. Ja, doch schon ein paar Lenze. Mhm. Und ich habe zwei Kinder, die sind 22 und 25. Verheiratet bin ich auch. Gerade nach Rastatt umgezogen, vom Niederrhein nach Rastatt. Und ich habe seit anderthalb Jahren fahre ich einen Tesla. Mhm. Und seit dem anderthalb Jahren mache ich auch Videos dazu. Mhm. Ja, spannend. Sehr gut. Eine erste Frage habe ich dann direkt. Was hat dich denn motiviert, einen Tesla zu kaufen und wie bist du dann dazu gekommen, dann auch darüber YouTube-Videos zu machen? Also motiviert hat mich eigentlich eine Probefahrt. Mhm. Ja, ich habe schon lange nach diesem Tesla geguckt, so 2013 ging das schon los, aber ich habe mich nicht getraut. Und dann habe ich eine Probefahrt gemacht, habe gerade meinen neuen BMW bestellt gehabt, geleast, Probefahrt gemacht, habe gedacht, oh, das ist doch ein tolles Auto, ja, so ein Tesla Model S. Und gedacht, ja, ich habe mich auch gerade selbstständig gemacht, also ich wollte noch nicht so viel Geld ausgeben und wollte auch nicht so, war ein bisschen unsicher alles. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme mal ein BMW. Und ja, dann habe ich noch eine zweite Probefahrt gemacht, dann war mir klar, das nächste Auto muss ein Model S werden. Ja, und warum ich Videos mache, ich habe dann natürlich mich informiert im Internet, bei YouTube, Internets, ne? Und da ist halt eben der Björn Nyland rausgestochen. Ja, das, ja, ja, der ist auch Björn Nyland habe ich halt eben, ja, den Björn Nyland habe ich halt eben dann geguckt die ganze Zeit, ich habe alle Videos geguckt. Ja, die letzten, also die vor zwei Jahren. Und ja, und er hat mich überzeugt. Er ist dann durch den Schnee gefahren, durch ganz Norwegen und so. Das hat mich überzeugt. Und da hast du dann gesagt, okay, das will ich auch machen. Ich habe gesagt, ja, es gab überhaupt keinen YouTube-Channel über Tesla in Deutschland in deutscher Sprache. Und okay, warte, mache ich jetzt mal einen in deutscher Sprache. Just wo ich rauskam, haben wir halt alle auch raus. Ja, ja, da habe ich mich dann auch entschieden. Ja, ja, genau. Ich war nicht lange alleine. Ich war noch alleine eine ganze kurze Zeit. Der Horst Lüning macht da auch, der hat dann aber viel mehr Tesla-Videos gemacht. Mhm. Also der hat am Anfang auch weniger gemacht, aber dann viel mehr. Mhm. Ja, und dann kam gleich ziemlich gleich auch dann schon der Dennis Vitus. Kam dann ziemlich schnell raus. Ja, Dennis, das finde ich auch super, den fahre ich auch noch besuchen. Auch hier verlinke ich mal, die YouTuber müssen uns ja unterstützen. Wenn ihr euch für Markus und den Channel interessiert, der kommt auch in die Infobox und hier oben, wenn ich noch Platz habe, ich habe das schon so oft nach oben gezeigt, es geht ja immer nur fünf. Vielleicht kannst du ja mal das Live-Chat-Video rein, ja, genau, wenn du damit dabei warst. Ist auch richtig, nicht schlecht, ne? Ja, genau, das mache ich dann, genau, wenn das dann online ist. Genau. Ja, das ist schon mal spannend. Jetzt eine Frage vielleicht zu dem Vorleben von Tesla. Also gibt es eine Sache, die du tatsächlich aus der Verbrennerzeit vermisst? Vermisst aus der Verbrennerzeit? Also wo du jetzt sagst so, ach, das war schon noch praktischer oder das stört mich beim Elektroauto, das war vorher besser. Gar nichts. Gar nichts. Nee. Seht ihr? Trotz Ladezeiten. Ja. Trotz Reichweitenbeschränkungen. Ja. Weil du kannst nicht umstellen, ohne dich zu verändern. Also die Veränderung ist ja positiv, ja, du entschleunigst ja dadurch. Wenn ich jetzt sagen würde, es ist mir, Ladezeit ist mir zu blöd, ja, aber es stimmt nicht. Im Gegenteil, das war ein Gewinn. Es ist ein Gewinn, wenn du langsamer fährst und wenn du langsamer durchs Leben schreitest. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn, auch wenn es objektiv erstmal ein Verlust ist, ja, von Geschwindigkeit und Bequemlichkeit vielleicht auch. Ja, meine Frau sagt manchmal, jetzt haben wir für die Strecke eigentlich eine Stunde länger gebraucht, als wir hätten brauchen dürfen, sollen, müssen. Sie fährt halt nicht gerne Auto, ja. Denn wenn du nicht gerne Auto fährst, ist es halt ein bisschen, du fährst halt einfach eine Stunde länger auf einer Strecke von 500 Kilometer, sag ich mal. Ja? Fährst du anstelle 4 Stunden, fährst du 5 Stunden oder immer, ich rechne immer eine Stunde dazu. Das ist vielversprechend, das freue ich, da freue ich mich auf meinen Tesla, weil mit dem Renault Zoe kanntest du eigentlich immer eher so doppelte Zeit rechnen und nicht nur eine Stunde dazu. Ja, eine Stunde, weil der Langstrecke so eine Stunde. Ja, ja, also wir haben nach Hamburg mit dem Renault Zoe, da hast du ja im Prinzip von hier sind 400 Kilometer, da kannst du rechnen 4 Stunden ungefähr und da haben wir dann so 7 bis 8 gebraucht. Oh, ja, Wahnsinn. Mit dem Renault Zoe. Er ist echt der Pionier. Ja, okay.
Was denkst du, wann sich die Elektromobilität in die breite Masse durchsetzen wird? Also was ist so deine Prognose an Jahreszahlenbereich, wo du sagst, oh, ich glaube, dann und dann, da trifft es die Masse. Ja, die Masse trifft es in Deutschland später als im Rest der Welt, weil hier in Deutschland wurde viel jahrelang Lobbyismus betrieben. Ne? Da wurde halt eben die E-Mobilität kleingeredet und das ist in den Köpfen drin. Ja? Wenn ich in manche Foren reingehe und da gucke, die Leute, die wollen das irgendwie nicht so richtig. Ja? Also es wird aber, das Model 3 wird einen Unterschied machen, wenn das dann wirklich in Massen auf den Markt kommt. Und ich denke, das wird so auch für Deutschland so 2019, schätze ich jetzt mal. Es wird 2018 in anderen Ländern schon passieren, vor allem in den USA. In den USA gibt es, ja, weiß das ja gar nicht, in den USA gibt es ja viele Flecken, die ja auch die Elektromobilität gar nicht mögen, so wie wir hier auch. Ne? Und da ist ja nur Kalifornien und so ein bisschen weiter vorne, ne? Aber so der Rest der Masse dort auch nicht. Und in den USA wird 2018 das Jahr der Elektromobilität sein. Und ich denke mal in Europa oder in Deutschland 2019, weil das Total Cost of Ownership, das ist ja jetzt schon 2018, wird der ja schon geknackt. Ja. Es wird auf jeden Fall schon mal günstiger sein. Und warum kauft eigentlich jetzt, es waren jetzt 100 Semi-Trucks gekauft worden von Pepsi. Ja. Warum kauft Pepsi, und die müssen ja rechnen, das ist ein börsennotiertes Unternehmen, warum kaufen die Semi-Trucks? Weil sie günstiger sind. Das ist der einzige Grund. Und das wird genau bei den Autos auch so sein. Und das wird nächstes Jahr schon passieren. Und in den Köppen wird es aber erst 2019 so sein in Deutschland. Ja, das, da kann ich mitgehen. Das, vielleicht sogar noch 2020, weil ich sehe halt im Moment, das große Problem ist die Modellvielfalt. Also ich habe ganz viele Arbeitskollegen und Bekannte, die sagen, wenn es ein Kombi gäbe, dann würde ich. Ne? So familientaugliches Auto. Das ist nur die Chance von den Deutschen, dann der deutsche Hersteller, wenn sie es dann auf die Reihe kriegen. Und wenn sie dann nämlich das Modell, wenn sie das haben, dann werden sie auch Werbung machen, dann werden sie auch die Lobbyarbeit wieder versuchen zu switchen. Ne? Dann ist es wieder Pro-Mobil, E-Mobil. Aber das in den Köpfen müssen wir erstmal verändern. Ja. Also, ja, der VW-Chef hat ja jetzt sogar darum gebeten, dass bitte die Dieselförderung abgeschafft wird. Und das als VW-Chef, das fand ich bemerkenswert. WV heißen sie ja. Gekommen? Die rückwärtsgerichteten WV, fand ich großartig. Also das, bei Robin haben wir das genau gesagt. WV, die rückwärtsgerichteten, das fand ich sehr schön. Ja. Das ist jetzt nicht mehr ganz so rückwärtsgerichtet. Wir wollen auch nicht so viel bashen. Also das ist auch wichtig, dass wir als YouTuber gucken, dass wir einigermaßen die anderen auch zu Wort kommen lassen und WV oder WVW auch, wir können ja beide nennen. Die machen auch viel Gutes, das will ich jetzt auch gar nicht bestreiten. Ja? Und wir hoffen natürlich, dass die Modellvielfalt kommt, dass die Leute, die, wie du gerade sagtest, ein Caravan wollte ich schon sagen. mit so einem langen Ding da hinten raus. Genau, ne? Und so ein Kombi und sowas. Ja, und so ein Suff und so, ne? Und so ein Touareg-mäßig. Ja? Dass das alles kommt und dann wunderbar wird. Das hoffen wir. Ja, das hoffe ich auch. Vielleicht noch mal eine letzte Frage zurück zu YouTube. Hattest du schon mal den Moment, wo du sagtest, boah, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, oder irgendwas, was dich geschockt hat, oder wo du sagst, nee, also, du meinst, wo du gezweifelt hast, soll ich YouTube weitermachen? Ja. Hast du so einen Moment schon mal gehabt? Ja, also der Anfang war bei mir sehr holprig. Ich muss sagen, ich habe auch viele Videos vorproduziert, wir haben darüber schon mal gesprochen vorhin, ja. Ich habe viele vorproduziert gehabt und habe dann auch nicht so regelmäßig abgeloadet. Und da habe ich mir auch gesagt, was mache ich das eigentlich so? Und da hatte ich auch nur so ein paar 100 Follower. Und da wirst du durch nichts getragen. Ja? Und erst wenn du dann siehst, es kommen Follower dazu und du hast so eine Community, dann kommt die Motivation weiterzumachen. Und durch diese Durststrecke müssen alle durchgehen, die einen YouTube-Channel machen. Da bin ich auch durchgegangen. Da habe ich mir auch gedacht, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich fahre lieber meinen Tesla in Ruhe und lasse alle anderen draußen. Und spart man sich viel Arbeit. Aber dann kam die Community dazu und dann hat es mir so Spaß gemacht, mit der Community zu arbeiten, dass ich das jetzt dann auch richtig gepusht habe. Und jetzt die letzten, der Dezember hat man ja jetzt auch gesehen. Ne? Ja, das hat mir einfach so Spaß gemacht, diese 30 Videos da rauszuhauen. Ja, das ist Wahnsinn. Die Nudeln sind jetzt fertig. Oh ja, das war ein gutes Zeichen. Genau, wir wollen es ja auch nicht zu lange machen. Ja. So, das waren mal so ein paar schöne Fragen, die so ein bisschen Einblick in dich geben. Ja. Warum, wieso, weshalb. Und ja, vielen herzlichen Dank. Freut mich, dass du hier bist, dass wir jetzt zusammen noch ein bisschen was essen können. Ja. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Und wie immer, lasst uns zusammen die Welt retten. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein zum Nino, zum Danzai-Blog. Bis dann. Ciao. Ja. Sehr gut. Wie kriege ich Markus bloß dazu, dass wir mit seinem Tesla Roadster über die Nordschleife fahren?